Unternehmer dürfen Mitarbeitergutscheine monatlich ausgeben in der Höhe von 50 Euro pro Mitarbeiter. Die sind steuerfrei, können also zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt werden, ohne dass der Staat dafür Steuern haben möchte. Das ist wirklich netto gleich brutto. Schönes Instrument, um halt besondere Leistungen oder auch generell die Motivation der Mitarbeiter zu honorieren. Letztlich ist es für die Unternehmer einfach schon auch interessant, weil sie das Thema Mitarbeitergewinnung, jeder, der jetzt hier sitzt und auch einen Mitarbeiter hat, weiß das Thema, wie kann ich meine Mitarbeiter halten, wie kann ich die glücklich machen. Schon um die 10% aller deutschen Unternehmen, die das regelmäßig machen, fortwährend machen. Das sind schon ganz schöne Träge. Und hier kann der Stadtgutschein von profitieren, weil er eine Möglichkeit gibt, einen unheimlich emotional aufgeladenen Mitarbeitergutschein auszugeben, weil er halt für die Region ist, für die Akteure der Region. Und also der Unternehmer generell findet das gut, dass er einen Gutschein, einen Mitarbeitergutschein ausgeben kann, der was mit der Region zu tun hat, der mit der Region verbunden ist. Und die Gutscheine, die diejenigen ausgeben, die das heute schon machen, werden halt häufig national oder international dann genutzt. Das heißt, sie sind eben nicht mit der Region verbunden. Das ist genau der Punkt, der halt hier wichtig ist. Ein Unternehmer ist nun mal in einer Region verwurzelt und daher interessiert er sich auch für die Region. Und es ist ihm einiges daran gelegen, der Region Gutes zu tun. Und wenn man ihm sagt, guck mal, du kannst etwas, was du machst, geringfügig umstellen und hast dann halt die Möglichkeit, das schöner, besser und für deine Mitarbeiter attraktiver zu machen, dann ist das etwas, was er auf jeden Fall gerne machen möchte. Bei ganz vielen, also gerade im Handwerksbereich und so weiter, heißt ja, wir machen es ja eh schon, wir machen Tankgutscheine, ist aktuell das große Thema. Aber ganz viele sagen, okay, dann stellen wir jetzt vielleicht nicht jeden Monat die 50 Euro um, sondern wir machen es dann abwechselnd, machen mal einen Tankgutschein oder was auch immer. Aber das können wir mit dem System, was wir jetzt Ihnen da bieten, beliebig anwenden, wie Sie wollen. Viele haben gesagt, na, Sie machen es jetzt nicht jeden Monat, aber Sie fangen jetzt zumindest mal an und sagen, ah, jetzt machen wir halt Weihnachten mal die 60 Euro beispielsweise. Und das ist gut, weil das ist ein Einstieg. Und wenn Sie feststellen, es wird angenommen und es kommt an, dann ist da sicher auch noch deutlich mehr Potenzial drin. Zumal auch die, die es nicht hatten, haben wir jetzt auch schon viele Gespräche gehabt, die bisher noch keine hatten, die dann Angebote, das haben Sie heute Morgen, glaube ich, habe ich es irgendwo mal nebenbei gehört von den großen, die haben halt teilweise Wahnsinnspreise, die verlangen 4-5%. Da kann man damit punkten, dass dann die großen Anbieter einfach teurer sind. Punkt. Das ist einfach so. Und was natürlich für viele doch mittlerweile tatsächlich ein großer, wichtiger Punkt ist, ist die Regionalität, dass wir hier für die Region was tun. Und ganz viele sagen, ah, okay, wir sind zwar schon dabei, aber da wechseln wir, weil das ist für die Region, die wollen wir unterstützen als Unternehmer. Und da kriegt man die schon. Also ja. Von daher, das ist ein wichtiges Thema, das wir in den letzten 1,5 Jahren gemerkt haben, dass da immer mehr Wert, Gott sei Dank, immer mehr Wert drauf gelegt wird und auch die Firmen immer mehr jetzt drauf schauen, weil sie letztlich auch feststellen, wenn sie in der Region aktiv sind und präsent sind und für die Region was tun, spricht sich das auch rum. Das spricht sich nicht nur rum, um eventuell Kunden zu bekommen, sondern das spricht sich auch rum, um potenziell Mitarbeiter zu bekommen. Und insofern hat ein Unternehmer doppelten Nutzen letztlich davon.